Im Sommer 1862 war es Robert E. Lee, dem neuen Oberbefehlshaber der konföderierten Streitkräfte in Virginia, gelungen, die Nordstaatler von den Toren Richmonds zu vertreiben. Die Potomac-Armee der Nordstaaten unter George B. McClellan war nämlich Anfang des Jahres von ihrem Brückenkopf Fort Monroe aus zur konföderierten Hauptstadt gezogen und hatte diese belagert. In der Sieben-Tage-Schlacht vom 25. Juni bis 1. Juli wäre es Lee fast gelungen, die Unionsarmee einzukesseln. Ironischerweise scheiterte das Vorhaben an der schwachen Vorstellung genau des Mannes, der durch seinen Feldzug im Shenandoah-Tal im Frühling des Jahres einen raschen Sieg der Nordstaatler verhindert hatte: Thomas Stonewall Jackson, Lees rechte Hand. Aber obwohl die Sieben-Tage-Schlacht unentschieden endete, musste sich die Potomac-Armee zurückziehen und wurde schließlich nach Washington evakuiert. Doch es zeichnete sich bereits eine neue Bedrohung für die Südstaaten ab. Die Virginia-Armee der Nordstaaten unter General Pope drohte von Fredericksburg in Richtung Richmond vorzustoßen. Doch durch einen geschickten Vorstoß Jacksons auf die Nachschublinien der Union bei Manassas wurde die Unionsarmee zum Rückzug gezwungen und Ende August in der zweiten Schlacht am Bull Run vernichtend geschlagen. Anfang September 1862 war die Nord-Virginia-Armee durch die Feldzüge des Jahres zwar geschwächt, aber motiviert durch die Erfolge gegen die Nordstaaten. Die geschlagene Virginia-Armee der Union wurde in Washington mit der Potomac-Armee zusammengefasst, die gerade von der Halbinsel in Ost-Virginia zurückgekehrt war. General Lee war der Ansicht, dass die Union noch Wochen brauchen würde, bis sie wieder eine Armee gegen ihn ins Felde führen konnte. Er allerdings befand sich mit seiner Armee in einem Gebiet, das aufgrund der bisherigen Kampfhandlungen keinen Nachschub mehr bieten konnte. Ihm blieben nur drei Gebiete, um an Nachschub zu gelangen. Die ersten beiden waren das Landesinnere von Virginia, südlich von Fredericksburg, von wo er gekommen war, oder das Shenandoah-Tal, der Brotkorb des Südens im Westen. Beide Möglichkeiten bedingten jedoch eine Teilung seiner Armee und somit einen Übergang in eine Defensivstellung. Seine Armee musste nämlich sowohl das Shenandoah-Tal wie auch die weite Umgebung von Richmond sichern. Das dritte Gebiet war Maryland, also der zur Union gehörende Staat nördlich von Virginia. General Lee entschied sich aus folgenden Gründen für einen Vorstoß nach Maryland. Erstens, seine Armee war trotz Verschleißerscheinungen dank der jüngsten Erfolge stark, während sich die Armee des Gegners noch im Wiederaufbau befand. Der Zeitpunkt für eine eigene Offensivoperation war günstig. Zweitens, Maryland war ein Sklavenhalterstaat und stand somit den Idealen der Konföderation nahe. Ein Jahr zuvor musste die Union Maryland besetzen, da ein Beitritt zur Konföderation drohte. Ein Einmarsch in Maryland würde im Idealfall zu einem Anschluss des Staates an die Konföderation oder zumindest zu einem Aufstand führen. Auf alle Fälle könnte Lee jedoch zusätzliche Truppen rekrutieren. Drittens, ein Feldzug nach Maryland würde die Ressourcen der Südstaaten schonen, da sich Lee vor Ort versorgen konnte, in feindlichem Gebiet. Viertens, ein Sieg auf gegnerischem Boden würde die Position des Südens nicht nur international, sondern auch in Bezug auf den Kampfeswillen des Nordens erheblich aufwerten. Und fünftens, durch einen Angriff konnte Lee eine erneute, nicht vorhersehbare Aktion des Nordens auf Zeit verhindern. Nach einer Genehmigung durch den Südstaatenpräsidenten Jefferson Davis überschritt Lee am 4. September 1862 den Potomac und marschierte in Maryland ein. Doch der Einmarsch stellte Lee gleich vor mehrere Probleme. Erstens, seine Armee verfügte nicht über das geeignete Schuhwerk für die harten Straßen des Nordens. Es kam zu zahlreichen Ausfällen aufgrund wund- bis blutig marschierter Füße. Die Ausfälle wurden durch Durchfall infolge des Verzehrs unreifer Früchte von den Feldern Marylands noch vergrößert. Weiter desertierten scharenweise Soldaten, da sie einen Einmarsch in den Norden nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Sie kämpften ausschließlich für die Verteidigung ihres Staates und gegen die Aggression des Nordens.
Nun sahen sie sich plötzlich selbst in der Rolle des Aggressors. Die Truppenstärke sank wegen all dieser Probleme innerhalb Tagen von 55 auf 45.000. Zweitens. Erschwerend kam hinzu, dass die Bevölkerung Marylands nicht so reagierte, wie von Lee erwartet bzw. erhofft. Hatten Lees Soldaten extra noch das Lied Maryland, oh Maryland zur Melodie von O Tannenbaum gesungen, um zu untermauern, dass sie als Befreier und nicht als Besatzer kamen, so war der Westen Marylands, im Gegensatz zum Osten, nicht nur der Sklaverei ablehnend, sondern auch der Konföderation reserviert bis feindlich gesonnen. Lee konnte deswegen nur minimal Truppen rekrutieren, das Potenzial war bereits größtenteils ausgeschöpft, da wer für den Süden kämpfen wollte, es zu diesem Zeitpunkt schon tat. Ein weiteres Problem war, dass das Organisationstalent McClellan die Potomac-Armee rascher wieder auf die Beine stellen konnte als erwartet. Auch wenn Lee dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, sollte es für ihn noch zu einem erheblichen Problem werden. Trotz dieser Unzulänglichkeiten entschied sich Lee, den Feldzug fortzusetzen. Und zwar beabsichtigte er, den Westen Marylands zu erobern, um sich erstens den Rücken für einen Vorstoß nach Osten, ins Herzen Marylands hinein, freizuhalten. Zweitens benötigte er eine Versorgungsroute ins Shenandoah-Tal. Um seine Ziele zu erreichen, beschloss Lee, seine Armee aufzuteilen. 3.400 Mann zu Walker, 8.000 Mann zu McLaws, 11.500 Mann zu Jackson und 5.000 Mann zu Dee Hill und der Rest mit rund 17.000 Mann unter seinem und Longstreets direktem Befehl. Die Hälfte der 45.000 Mann starken Armee, nämlich Walker, McLaws und Jackson, der auch das Kommando innehatte, sollte Harpers Ferry von drei Seiten angreifen und die 14.000 Mann starke Besatzung rasch zur Aufgabe zwingen. Dee Hill sollte in den South Mountains Lees Armee nach Osten hin abschirmen, während Lee mit dem Kern der Armee Hagerstown einnehmen und dort die Stellung zu halten beabsichtigte, bis sich seine Armee wieder vereinigt hatte. Während Lees Armee sich in vier Teile spaltete und den Westen Marylands einnahm, verließ die Potomac-Armee unter McClellan bereits am 7. September Washington. Seine Armee war mit 87.000 Mann doppelt so stark wie die Lees, doch diese war ja noch nicht einmal vereint und somit in einer äußerst gefährlichen Situation. Am 12. September begann Jackson die Belagerung von Harpers Ferry. Am nächsten Tag, dem 13. September 1862, marschierte McClellan in Frederick ein und stieß auf eine Kopie von Lees Sonderbefehl 191, welcher Aufschluss über Lees Pläne gab. McClellan war sich nun sicher, Lees Armee vernichten zu können. Doch McClellan zögerte seinen weiteren Vormarsch hinaus und griff erst am 14. September die Stellungen Hills in den South Mountains an. Die um das Zehnfache unterlegenen Konföderierten mussten sich zwar zurückziehen, doch hatte dies Lee Zeit verschafft, denn am 15. September konnte Jackson Harpers Ferry einnehmen und begann Truppen zurück zu Lee zu verschieben. Lee entschloss sich, in der Stadt Sharpsburg zwischen den Flüssen Potomac und Antietam seine Armee zu sammeln und sich McClellan zur Schlacht zu stellen. Er vertraute dabei auf die ihm aus dem Halbinselfeldzug bekannte zögernde Natur McClellans und den Vorteil der inneren Linie, nämlich Truppen schnell von einem Brennpunkt zum anderen verschieben zu können. Hätte McClellan Lee am 16. September angegriffen, so wäre er ihm um das Fünffache überlegen gewesen. Denn Lee hatte im Verlauf des Feldzuges noch einmal rund 5.000 Mann verloren und die rund 22.000 Mann Jacksons waren noch nicht bei Lee eingetroffen. Doch McClellan zögerte erneut und als er am Morgen des 17. September 1862 angriff, war Lees Armee fast doppelt so stark und erwartete noch laufend Verstärkungen aus Harpers Ferry.